So, weiter geht's mit der Alemannia aus Aachen und ich glaube, es ist Zeit für eine Krisensitzung, oder? Also jetzt sechs Spiele, sechs Ligaspiele, vier Punkte, vier Unentschieden, zwei Niederlagen, das reicht einfach nicht. Und jetzt gegen die Bayern 2 auch, ja, war meine Taktik zu defensiv. Da haben wir zu wenig nach vorne gespielt. Lustigerweise ging es dann mit dem Flügelspiel, das wir in der Vorsaison auch gespielt haben, wieder besser. Deswegen würde ich jetzt im nächsten Spiel auch mal wieder Flügelspiel versuchen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir dürfen jetzt nicht unsere Köpfe in den Sand stecken. Es ist nicht gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir haben mit diesem Kader die Qualität, das Blatt zu wenden. Mehr fordern Kopf hoch, Jungs. Wir haben ein Tief, aber es ist wichtig, sich wieder zusammen und als Team zusammenzufinden. Der Klassenerhalt ist immer noch möglich. Schauen wir mal. Wir ermutigen lieber mal. Atmosphäre erfreut. Das ist schon mal gut. Das ist genau die Reaktion, die ich hören wollte. Die meisten Spieler sind da eigentlich ganz positiv gestimmt. Deswegen gehen wir da mal raus und erhöhen ein wenig die Moral, die jetzt natürlich ein bisschen in den Keller gegangen ist. Unterstützung für den Trainer ist immer noch gut. Kaderatmosphäre ist auch gut. Also ist jetzt nicht so, dass das ein Riesendrama ist. Aber wie gesagt, ich würde auf jeden Fall wieder mal zu unserer Flügelspieltaktik zurückgehen gegen den FSV Zwickau. Aktuell gibt es wenig Positives. Hahn ist wieder fit. Wir haben Benger, Timo Becker, den wir wieder auf die Rechtsverteidigerposition dann ziehen würden. Haben wir im letzten Spiel ja auch schon gehabt. Aiduan fehlt noch ein bisschen länger und Hippe auch. Hahn und Hippe natürlich unglaublich wichtig für unser System, damit wir auch defensiv gut stehen. Ansonsten hat sich, glaube ich, jetzt erstmal nicht so viel getan. Das Scouting-Meeting ist ganz interessant, weil da jetzt auch die anderen Spieler nochmal drin vorkommen, die ich noch auf dem Zettel habe. Dominik Marx, ein ganz interessanter Spieler. 21 Jahre alt, wäre eine hervorragende Neuverpflichtung. Natürlich genauso in der Art und Weise wie Cem Türkmen und Philipp Harlas. Also, das wäre kein Riesen-Upgrade, aber ich glaube, der hat Potenzial. Warum sollte man da nicht nochmal drüber nachdenken? Über Dominik Marx, Moritz Montag hatten wir schon. Jannis Heuer, auch ein ganz, ganz interessanter Spieler für die rechte Verteidigerposition zum Beispiel. Da läuft der Vertrag nämlich auch aus. Also, da kann man nochmal ein bisschen genauer reingehen, um eben auch herauszufinden, wie groß sein Potenzial noch ist. Bei Wolfsburg 2 momentan spielberechtigt. Dann haben wir Quarteng, der momentan vereinslos ist. 23 Jahre. Ja gut, aber das reicht auch nicht wirklich für uns. Das wäre für letztes Jahr so Caratala-Jiménez-mäßig vielleicht noch eine ganz gute Variante gewesen. Aber ansonsten eigentlich erstmal nicht. Also die beiden Wolfsburger finde ich schon interessant. Das kann, glaube ich, ganz gut funktionieren. Da werden wir auch dann in die Verhandlungen nochmal mit einsteigen, mit Justin Steinkötter und so weiter. Wirklich nur punktuell nochmal Verstärkungen für die neue Saison. Egal, wo wir dann spielen. Wie gesagt, wir ändern die Taktik jetzt nochmal. Wir gehen wieder mal in unser Flügelspiel rein, weil offensiv mit dem Ballbesitzfußball nichts funktioniert hat. Wirklich gar nichts funktioniert. Und so versuchen wir einfach offensiver das Ganze wieder zu gestalten. Wir schießen kaum noch Tore. Wir haben kaum noch große Torchancen. Und dem wollen wir dann gleich ein bisschen entgegenwirken. So, weiter geht's natürlich mit den Scouting-Berichten. Josué Mbila, der angolanische Außenstürmer, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ist eine gute Verpflichtung, klar, kann man drüber nachdenken. Grundfitness gut, Schnelligkeit, Technik passen, aber er ist jetzt kein Update zu Florian Bonert, um ehrlich zu sein. Und da haben wir ja genügend andere Optionen. Wir haben dann Marx, Dominik Marx, zweifelhaftes Interesse hat er an uns. 81 die Spielerempfehlung. Wie gesagt, auch er. Ist er jetzt besser als Philipp Harlas oder als Cem Türkmen? Wage ich irgendwie ein bisschen zu bezweifeln. Moritz Montag wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Verpflichtung. Sollte als guter Spieler in der dritten Liga aktuell gesehen werden. Der hat sehr gute Werte, wobei das jetzt auch nicht viel besser ist als Timo Becker zum Beispiel. Also wir haben schon einen sehr guten Kader, aus dem wir momentan einfach nicht das Maximum rausholen. Ich werde noch weiter ein bisschen scouten und mir auch einfach mal die zweiten Mannschaften und generell die starken Mannschaften der zweiten und dritten Liga anschauen, ob da noch junge Talente sind, die wir vielleicht nächstes Jahr in unseren Kader mit einbauen können. Sobald dann jetzt auch gleich die Hinrunde rum ist und der Januar beginnt, dann beginnt ja auch die Transferphase und dann kann man auch schon für das Saisonende verpflichten. Da bin ich dann auch ganz interessiert an Justin Steinkötter, haben wir schon drüber gesprochen, den wollen wir unbedingt haben. Der würde diese Lücke hier schließen. Rüter hat das jetzt im letzten Spiel so lala, glaube ich, gemacht, aber da gab es natürlich auch nicht viel zu holen. Ich würde ihm nochmal die Chance geben, das zu zeigen. Tom Meurer ist aktuell ein wenig unzufrieden, weil er natürlich wenig Spielzeiten bekommt. Wir haben jetzt Benger in die Innenverteidigung zurückgezogen und wir müssten hier, glaube ich, auch nochmal schauen, dass wir das nochmal besser anpassen. Also das passt doch einfach von der Formation her nicht.
Cem Türkmen wollen wir hier haben. Batarilo und Bösen verstehen sich natürlich gut und dann sieht man jetzt auch wieder dieses Eingespieltsein. Ist halt schon sehr, sehr wichtig gegen den FSV Zwickau, die keine schlechte Mannschaft sind. Die haben sehr, sehr gute Stürmer. Ansonsten schon so ein paar Schwachstellen. Also Schulze hier auf Außen ist bestimmt kein besonders starker Außenverteidiger, aber dafür mit Wegkamp, der bislang in 12 Spielen 9 Tore gemacht hat und mit Wilms vorne auch 16 Einsätze, 5 Tore. Ganz, ganz stark. Kann man nicht anders sagen. Also die Stürmer, auf die müssen wir gut aufpassen. Ansonsten haben wir hier mit Yannick Möker, können wir auf seinen schwachen Fuß zwingen. Es ist jetzt gerade erstmal Dienstag. Also da sollte man auch aufpassen, die Außen. Und ihn können wir permanent pressen. Das wäre doch auch schon mal eine gute Variante. Aber wie gesagt, es dauert noch, bis dann auch die Startformation des Gegners hier mit eingeflossen ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Schalke 04 hat einen neuen Trainer verpflichtet. Übrigens war auch Slomka im Gespräch für Schalke 04-2. Das fand ich ganz interessant. Mirko Slomka, ein von mir sehr, sehr geschätzter Trainer. Ich finde ihn sehr sympathisch und ich halte ihn auch für einen guten Trainer. Ich finde es sehr schade, dass er das in den letzten Jahren so nicht mehr umsetzen konnte. Bei Schalke 04 entlassen, ich glaube, weil er nur Vierter war nach einem 1:5 gegen Werder Bremen, was gar kein schlechtes Spiel von Schalke war. Sie hätten das tatsächlich in der ersten Halbzeit auch anders gestalten können, aber verliert man 1:5, hat kein Standing beim Verein und dann wird man einfach mal auf einem 4. Platz entlassen. Das passiert bei uns hoffentlich nicht. Wir sind ja deutlich über den Ansprüchen des Vereins, aber wir wollen natürlich trotzdem noch viel, viel mehr mit unserer Alemannia. So, wir sehen die nächsten gescouteten Spieler. Arjanid Ferhati, der uns ja eben gerade so tierisch auf den Sack gegangen ist von Waldhof Mannheim. Leider hat der Vertrag bis 2024. Aber das wäre eine sensationelle Verpflichtung. Auch für die rechte Seite wäre der stark. Den könnte man auch zentral bringen. Sehr flexibel einsetzbar. Ist der beidfüßig? Nee, starker Fuß links. Also wäre natürlich eine coole Option für uns. Aber ich glaube, dass der erstmal bei Waldhof Mannheim bleibt oder wahrscheinlich ein bisschen höherklassiger geht. Gehalt 17.750. Das können wir uns sowieso wahrscheinlich eher nicht leisten. Ansonsten ist hier Tobias Raschel natürlich wieder drin. Da haben wir ja auch schon gesagt, hey, das wäre so eine Verpflichtung Richtung Philipp Haarlas, wäre eine gute Verpflichtung, aber wir wollen ja Updates haben. Wir wollen ja jetzt eigentlich nicht unseren Kader in der Breite noch verstärken. Das macht auch keinen Sinn, weil wir dort ja ohnehin schon gut besetzt sind und eher momentan das Problem haben, dass wir nicht allen Spielern Einsatzzeiten geben können. So, jetzt dauert es nicht mehr lang. Zwickau momentan auf der 7. Wir sind auf der 8, also direkte Tabellennachbarn. Ein Auswärtsspiel. Ich würde da trotzdem mit dem Flügelspiel reingehen und generell wieder ein bisschen offensiver, ein bisschen mehr selber versuchen. Unsere Innenverteidigung müsste das schon ganz gut wuppen. Leider spielt Zwickau Ballbesitzfußball. Das liegt uns nicht so richtig gut. Ratschläge: Nur Caratala Jimenez soll dort noch rein. Den lassen wir trotzdem mal draußen. Wir sind ganz, ganz klare Außenseiter. Und müssen wieder Jannis Pfaffenroth ins Tor schicken. Er wird irgendwie, wahrscheinlich wird er ausgewechselt von unserem U19-Trainer, weil er das einfach gar nicht möchte. So, was wird denn vorgeschlagen? Wir sollten mit einer vorsichtigen Grundausrichtung reingehen. Das können wir auf jeden Fall mal so unterschreiben. Was hat er denn sonst noch so für Aufgaben? Verteidigen Aufgaben. Das haben wir schon immer so offensiv gemacht. Außenverteidiger, Duell auf den Beinen bleiben, kurz abspielen, das können wir alles machen. Da bin ich sofort Feuer und Flamme für. Und am nächsten Tag sagt der Co-Trainer dann immer: Nee, 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 was machst du denn da? Du musst doch offensiv spielen und so weiter. So, der Torhüter wäre natürlich eine Bombenverpflichtung. Aber das wird erstmal nicht passieren. Yannick Bachmann, gut, eine 65. Der hat einfach nicht die spielerischen Möglichkeiten. Das ist so ein Zerstörer, den man da hinten einfach noch mit reinbringen kann. So, Freitag 17:15 Uhr, dauert nicht mehr lange, dann geht der Spieltag los. Dynamo Dresden eröffnet gegen Hansa Rostock. Schon ein namhaftes Duell. Hansa Rostock 14., Dynamo Dresden auf der 5. Hoffen wir doch mal, dass das vielleicht unentschieden oder so ausgeht. Jetzt kommt erstmal die Frage rein von Jonas Reisch. Was geht Ihnen durch den Kopf, als Sie mit dem VfL Osnabrück in Verbindung gebracht wurden, einem Verein mit so einem großen Namen? Da rede ich doch gerne drüber, ne? Es ist schon eine Ehre, dass mein Name überhaupt mit so einem angesehenen Verein in Verbindung gebracht wird. Es ist schön, Anerkennung zu bekommen, aber ich will mich noch weiter verbessern. Zu Medienspekulation habe ich nichts zu sagen. Ich glaube es nicht. Und wenn da was dran ist, ja, sagen wir das doch einfach mal. Ich will mich natürlich noch weiter verbessern. Und natürlich auch bei der Alemannia bleiben. Dynamo Dresden in der 94. Minute. Das ist natürlich schon sehr kade für uns, dass er dort noch das Tor gemacht hat. Gehen dann auf 32 Punkte, bedeutet für uns sind dann jetzt auf Erzgebirge Aue nach wie vor 5 Punkte. Aber es muss jetzt echt ein Sieg her, ansonsten können wir den Aufstieg relativ schnell abschreiben.
Wieso werde ich denn jetzt dauernd mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht? Nee, da sage ich jetzt nichts zu. Ich bleibe bei meinem Verein, bei meiner Alemannia. Da kann man dann vielleicht irgendwann nochmal drüber reden. So, wir loben, es hat keiner negativ oder schlecht trainiert. Sehr wichtig, sind immer dieselben drei Spieler, die das machen, aber wir kritisieren ja auch jetzt häufiger mal die Spieler auch nachspielen, wenn sie schlecht gespielt haben. Ich habe unter anderem auch Alexander Hahn kritisiert, war natürlich ein schwieriges Spiel für ihn nach der Verletzungsmisere oder Verletzungspause. Misere war es noch nicht. Aber er hat auf jeden Fall seinen Stammplatz bei uns sicher. Jetzt gibt es wieder neue Ratschläge. Das wissen wir schon. Das hatten wir letztes Jahr auch häufig. Nee, ich will jetzt endlich mal wieder offensiver reingehen. Ich will, dass wir mehr selber vom Spiel haben. Deswegen lasse ich den Co-Trainer da jetzt mal außen vor. Wamsi will Posten beim VfL. Was? Hat sein Interesse? Nein, habe ich überhaupt nicht. Habe eine hervorragende Mannschaft. Das stimmt doch nicht. Ich war doch ganz zurückhaltend. Ich will den Posten nicht. Den könnt ihr behalten. So, wir schauen mal. Im Ballbesitz. Pass in die Tiefe. Weiß die Spieler an Pässe in den freien Raum zu spielen. Das finde ich gut. Über die Außen wird auf jeden Fall gespielt. Das lassen wir offen. Das hatten wir letztes Jahr sowieso schon immer. Im Umschaltspiel, wir kontern, wir machen ein Gegenpressing, wir spielen jetzt mal wieder sehr intensiv. Und wenn der Gegner im Ballbesitz ist, machen wir da Standard und hier auch Standard und das können wir dann immer noch variieren. Also wir gehen schon mal wieder ein bisschen offensiver drauf an der Aufstellung an sich. Personell würde ich nichts ändern und dann hoffen wir einfach mal, dass Zwickau uns nicht überrennt. Auch eine Mannschaft, die gerne Ballbesitzfußball spielt. Wir spielen schnell nach vorne, schnell in die Spitze. Versuchen, Vincent Bösen da vorne mitzunehmen, der schon lange nicht mehr so richtig stark unterwegs war. Achtelfinale Mittelrhein-Pokal habe ich, glaube ich, so ein bisschen übersprungen, weil es nicht so spannend war. Wir spielen gegen den VfL Alfter. Timo Becker hat sich verbessert. Ein durchschnittlicher Spieler für die dritte Liga. Potenzieller rechter Verteidiger der Extraklasse für die dritte Liga. Alemannia Aachen U19 spielt nur unentschieden, aber Jannis Pfaffenroth hat trotzdem beeindruckt. Ein Punkt zu Hause gegen den MSV Duisburg, gerade gegen die Mannschaft, die da auch ja quasi auf dem neuralgischen Punkt, den neuralgischen Platz liegt, nicht ganz so gut. Damani Aidoan wäre theoretisch sogar wieder fit, wenn ich das richtig sehe, aber ich lasse ihn nochmal draußen. Hamdi Damani ist auch. Hat den Fitnesstest bestanden, genauso wie Christian Joswig, der sich auch kurzfristig mal wieder verletzt hatte. Also Maximilian Hippe, in 5 Tagen kann er wieder voll ins Training einsteigen, kann also wahrscheinlich am nächsten Wochenende in der dritten Liga schon wieder spielen. Wir können dann auch unter der Woche ein bisschen durchwechseln gegen den VfL Alfter, sollte das eigentlich ein relativ leichter Sieg werden. So, wir sind auf vorsichtig, genau, das ist mir wurscht, nö. Wenn wir weiter aufrücken. Bedeutet, okay, wir stehen ein bisschen höher. Das glaube ich auch gar nicht so verkehrt. Haben wir ja sonst auch immer häufiger gemacht. So, also wir gehen ein bisschen offensiver rein. Wir versuchen selber Fußball zu spielen beim FSV Zwickau. Das wird wahrscheinlich trotzdem wieder in die Hose gehen. Enger Decken haben wir umgesetzt. Bonat bleibt trotzdem drin. Und wir pressen dort. Also hat sich auch an der Aufstellung jetzt hier nicht so viel verändert. Wobei Obermeier, nee, Quatsch, ist immer noch Königke, ist immer noch ziemlich genau dieselbe Mannschaft beim FSV Zwickau. So, wir gehen zum Spiel. Ich will jetzt gewinnen. Man merkt mir diese Ungeduld, glaube ich, auch ein bisschen an. Aber ich möchte da jetzt einfach endlich den Sieg einfahren, den wir schon längst bräuchten. Jo, das machen wir noch. Guter Hinweis. Genießt das heutige Spiel. Genau, ich gehe wirklich fest davon aus, unsere Stürmer sollen heute endlich mal treffen. Unsere Verteidiger, ich habe Vertrauen in euch alle, Leute. Ihr macht das schon. So, wir gehen rein. FSV Zwickau. Uiuiui, 3 der letzten 5 Spiele gewonnen, aber auch 2 verloren. Unsere Alemannia mit einem Sieg aus 5 Spielen. Jetzt die Niederlage gegen Bayern München 2. Aber ich hoffe mal, wie gesagt, dass da ein bisschen mehr drin ist, wenn wir wieder zu unserem alten Spiel zurückfinden. Wir überspringen das mal, gehen mal in die entscheidenden Highlights in der ersten Halbzeit und sehen, Vincent Bösen geht auch gleich drauf, macht da Druck.
Ballbesitz, Fußball. Das FSV Zwickau. Mal schauen, ob wir dort was dagegen tun können. Das sah mir auch nach Abseits aus. Joshua Mross holt sich erstmal den Ball. Und dann schauen wir mal, was so passiert. Erstes Foul geht diesmal nach Zwickau. Das haben wir gegen die Bayern ja geschafft. Aber bislang passiert nicht viel. Jetzt erstmal Einwurf für die in Weiß spielenden Zwickauer. Der Ball kommt wieder zurück. Könnecke bringt da den Ball da rein. Kempe spielt nochmal zurück auf Mücker. Da müssten wir ein bisschen mehr rausrücken. Wieder zurück zu Kempe. Schön gespielt. Kopfballchance, aber der geht knapp drüber. Geht oben auf die Latte. Joshua Mross war aber nicht mehr dran. So, Eintracht Braunschweig führt bei Wien Wiesbaden. Bayern 2 durch Malik Tillmann gegen Lübeck in Front gegangen. Aktuell sind wir hier leicht die bessere Mannschaft. Aber es passiert relativ wenig. Jetzt wieder Einwurf. Und, sorry, jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen. bei WhatsApp. Und zum Glück wird das Tor wegen Abseitsposition zurückgepfiffen. Ich gehe mal ein bisschen offensiver. Ich gehe mal ins ausgewogene Spiel rein. Wir machen da einfach wieder zu wenig nach vorne. Da wird eigentlich schön gespielt. Ganz, ganz knapp im Abseits auch nur. 2:4 Torschüsse. Und wir haben keinen von diesen Torschüssen auch nur ansatzweise uns mal anschauen dürfen. Die erste Halbzeit, wie gesagt, winken wir jetzt immer ein klein bisschen schneller durch. Die anderen Ergebnisse können uns ziemlich egal sein. 2:5 Torschüsse und wir haben nur die 2 Torschüsse des Gegners gesehen. Was ich sehe, gefällt mir. Das ist bislang ziemlich unglücklich. Wir machen das gar nicht schlecht. Bin unzufrieden. Bin alles andere als zufrieden. Sagen wir das mal. Das passt ja eigentlich auch ganz gut. Anscheinend sieht das die Mannschaft auch so und freut sich darüber. Dann gehen wir jetzt aber mal in die erweiterten Highlights rein, damit wir vielleicht auch mal einen Spielzug von uns zu Gesicht bekommen. Timo Becker mit dem Einwurf auf Rüther. Die Flanke kommt rein, wird allerdings geklärt. Viel zu lang die Flanke mit Galle auf Halas. Der haut drauf. Boah, der Keeper noch dran mit den Fingerspitzen. Gibt die Ecke für die Alemannia. Endlich mal wieder ein bisschen Offensivfußball von uns, so wie die letzten 10 Minuten gegen die Bayern ja auch ganz gut aussahen. Aber wir brauchen auch mal wieder ein Tor. Ecke kommt rein, wird wieder geklärt. Marcel Benger holt sich den. Passiert dann allerdings nichts draus. 2:8 Torschüsse. Sind hier schon relativ deutlich am Drücker. Batterillo jetzt auf die linke Seite ausgewichen. Spielt keinen besonders guten Ball auf Halas, der jetzt auch mal Tempo aufnehmen könnte. Cem Türkmen wieder auf Halas. Ist jetzt alles sehr eng. Spielt schön raus auf Becker. Der holt den noch. Hat Platz, bringt die Flanke rein, wird aber wieder abgeblockt. Cem Türkmen wieder raus auf Becker, der auf Bösen, boah, enges Höschen, war aber abseits. Also kommt schon, Leute, wir sind dran. Wir sind einfach dran. Wir können gleich vielleicht auch nochmal kurz wechseln. Rüther, Batterillo, die Moral ist gut unserer Mannschaft. Nächste Ecke wird die diesmal kurz ausgeführt. Timo Becker auf Rüther, der wieder auf Becker spielt. Der zu Bona, zu Türkmen, abgeblockt. Hahn, sag mal, ist doch nicht wahr, Leute. Ihr müsst doch auch mal die Kiste treffen. Vielleicht nochmal ein bisschen frisches Abschlussglück da vorne mit reinbringen. Stipe Batterillo spielt heute ordentlich. Bonat. Kann Batterillo nicht auch links spielen? Muss mal ganz kurz schauen. Kann er? Meinte aber eigentlich rechts. Eichschläger kann das nicht so richtig gut, glaube ich. Nee, der kann auch nur zentral spielen. Dann bringen wir mal Caratala Jimenez für Bonat. Schauen, ob das ein bisschen was bringt. Hoffen einfach mal, dass da jetzt endlich mal ein Ball einfach reinfliegt. Hat erstmal relativ wenig Auswirkungen. Vincent Bösen mit der 6,5 heute. So lala. Aber er ist halt schon ein wichtiger Spieler. Können wir da jetzt eigentlich nicht einfach rausnehmen. Wir bleiben erst nochmal so und wechseln ab der 80. nochmal neu. So,
So, wir gehen dann jetzt auch schon mal in die umfassenden Highlights rein, damit wir die Schlussphase jetzt einfach immer ein bisschen genauer sehen. Ecke kommt rein von Battarello, 4-1 für Braunschweig auswärts. Kommt rein und keiner geht hin, auch nicht schlecht. Benger dreht er sich um die eigene Achse, großer Radius, den er da hat. Karatalach Jimenez auf Türkmen. Rüter, Bösen, Battarello. Schwacher Abschluss, Mann, Mann, Mann. Da können wir nochmal ein bisschen offensiver reingehen. Und bringen jetzt mal Eickschläger für Vincent Bösen. Und Handy Damani kommt mal für Florian Rüter. Dann sind unsere Wechsel auch aufgebraucht. So bitter. Jetzt Freistoß für Zwickau. Das wäre mega bitter, wenn da jetzt was draus entstehen würde. So, jetzt stehen erstmal alle im Abseits. Wegkamp kommt zurück. Schade, ich dachte, er verliert vielleicht den Ball. Jensen, König, jetzt aufpassen, Leute. Der wird abgeblockt. Jensen nochmal. Und Ross pariert den. So, die erste wirklich dicke Chance für Zwickau, wenn man mal den Abseitstreffer ein bisschen außen vor lässt. So, schön geklärt. Können wir da kontern? Können wir nicht. Schade, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Und Zwickau hat wirklich wenig gezeigt. Unser Flügelspiel war dann doch eine gute Variante. Uiuiui. Ein enges Höschen. Kann man wirklich nicht anders sagen. So, jetzt gehen die wieder früher drauf. Langer Ball von Timo Becker, der ins Nichts geht. Stipe Battarello ist da schon durch. Jetzt kommt Zwickau und wirft nochmal alles nach vorne. Jetzt lassen wir uns da wieder ein bisschen zu viel Platz. Da kommt der lange Ball, aber der wird wieder direkt in die Beine geklärt vom Gegner. Schöner Pass auf Könnecke. Kommt er da noch hin? Den hat er. Bringt er die Flanke rein? Schafft er auch. Und ach, dicke Chance. Ganz, ganz dicke Chance für Zwickau. Wir stehen jetzt echt unter Druck. Jetzt aber nochmal auf der anderen Seite. Wird geklärt. Alexander Hahn holt sich den schön. Mit Galle traut sich nicht, die Linie entlang zu gehen. Jetzt Karatalach Jimenez frei durch auf der Seite. Die Flanke kommt rein, wird aber wieder geklärt. Offener Schlagabtausch. Schöner Ball auf Damani, der aber da nicht hinkommt. Und dann gibt es die Ecke nochmal. Vielleicht jetzt nochmal nach einem Standard das Tor für unsere Alemannia. Wäre so, so wichtig, endlich mal wieder einen Sieg zu feiern. Auch wenn wieder ein Tor zu schießen wäre nicht verkehrt. Damani bringt den rein. Aber Eickschläger ist da zwei Köpfe zu klein. Lübeck mit dem Ehrentreffer. Battarello. So, jetzt dribbeln wir uns wieder zu Tode. So, viel Platz für Becker. Auf der Seite. Komm schon. Wieder schlecht reingegeben. Und jetzt die Kontermöglichkeit durch Jensen. Ganz, ganz viel Platz. Super schlecht gespielt. Aber den muss Benger auch nicht unbedingt auf die Tribüne dreschen. Sehr interessante Abschluss- oder Schlussphase. Wegkamp mit dem Ball. Boah. Da darf eigentlich der Stürmer nicht unbedingt zum Kopfball kommen. So, das war nix. Da nochmal die Grätsche, nochmal der Einwurf für Zwickau. Können wir da nochmal kontern vielleicht, irgendwas machen. Wird auf jeden Fall erstmal abgeblockt. Frick allerdings jetzt mit viel Platz, viel Zeit, raus auf Kempe. Macht jetzt den Kemper-Trick. Nee, macht er nicht. Becker holt sich den. Und haut den aber einfach nur nach vorne. Eickschläger. Der ist schnell. Schauen, was er da machen kann. Geht da frei durch. Eickschläger. Was macht er? Eieiei, war das schlecht. Das war schon überragend schlecht gemacht von Eickschläger. Muss man ihm ja lassen. Also, viel schlechter kann man das nicht machen. Vielleicht lässt er den jetzt durch. Nee, schade. Wäre eine interessante Option gewesen. Da vielleicht nochmal so wie der mexikanische Torhüter von damals. Den Ball mit den Hacken wegzuzwiebeln. Nochmal der lange Ball. Aber da geht Benger dazwischen. Haut den ins Aus. Und dann wird das hier das nächste, die nächste Nullnummer werden. Also unsere Optionen, unsere Chancen waren ja da. Hätten unsere Mannschaft vielleicht auch nochmal wachrütteln müssen.
Jensen jetzt vielleicht mit der letzten Chance auf Kempe. Der bringt den Ball nochmal rein, aber Joshua Moros hat den und dann wird das hier das nächste 0:0 werden. Sehr, sehr schade, dass wir, wie gesagt, unsere deutliche Übermacht so bis zur 80. Minute nicht wirklich umsetzen konnten. So, das wäre nochmal eine gute Möglichkeit geworden, weil Eichschläger da vielleicht den Ball bekommen hätte. Aber soll nicht sein, 0:0. Zwickau gegen Aachen, 7:13. Wir waren von den Expected Goals die bessere Mannschaft. Offensiv ging nichts. Vincent Bösen hängt in der Luft. Timo Becker mit einem guten Spiel, allerdings auch mit viel Platz. Bonat hat über links wenig gebracht. Damani hat über rechts wenig gebracht. Rüther nicht. Da können wir nur hoffen, dass dort Aiduan wieder fit wird und auch für ein bisschen mehr Schwung sorgt. Und das ist jetzt das 7. Spiel ohne Sieg. Das ist eine sehr, sehr lange Serie für uns. Es soll momentan einfach nicht sein. So, der 8. Platz. 12 Punkte nach hinten, 6 Punkte nach oben. Wir landen also langsam im Mittelfeld der Tabelle. Frage, was sind die Ideen hinter ihrer Taktik? Jetzt wird es schon kritischer. Ich habe mich immer mit einem bestimmten Stil, einer Spielweise identifiziert. Damit mag diesen Fußballspiel. Jeder Trainer muss seinen Spielern das Werkzeug an die Hand geben, dass sie die richtigen Lösungen finden. Das ist bei mir nicht anders. Genau, also man richtet ja seine Mannschaft danach aus. Ja, jetzt sind 7 Spiele in Folge ohne Sieg. Wir haben es vernommen. Dankeschön für diesen super Tipp gegen den VfL Alfter. Sollte das allerdings passen, dann schauen wir nochmal. Das nächste Spiel in der Liga wäre dann gegen Holstein Kiel. Unterhaching, Hansa Rostock sind natürlich alles richtig gute Gegner, die da auf uns zukommen. Aber wir haben gegen die schwachen Gegner kaum was geholt. Wir haben natürlich auch nur jetzt ein Spiel hier verloren aus den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen, aber keins gewonnen. Das ist das Wichtige. Wir sind 8. in der 3. Liga, liegen immer noch über den eigentlich veranschlagten Zielen, aber wie gesagt, wir wollen mehr. Wir wollen mit der Alemannia wieder in den Aufstiegskampf zurück und ich denke mal, dass das auch schon ein positiver Schritt war. Wenn der eine Ball reingerollt wäre, hätten wir es 1:0 gewonnen. Dann wären wir alle glücklich gewesen, hätten gesagt, wow, die Trendwende ist geschafft, aber so ist Fußball. Manchmal entscheiden dann eben Nuancen über eine Krise, ob sie weitergeht oder eben nicht. Ich sage nur Schalke in Augsburg, nicht, dass Schalke jetzt noch in die Champions League gekommen wäre, wenn sie in Augsburg gewonnen hätten, aber da in der 92. Minute noch das 2:2 zu kassieren, das war schon bitter. Dann wurde immer weiter über die Niederlagenserie und so weiter gesprochen. Also von daher wäre es schön gewesen, jetzt den Bock umzustoßen gegen den VfL Alfter. Sollte das eigentlich kein Problem sein, dort im, ich glaube, Achtelfinale des Mittelrhein-Pokals. Da wird dann nochmal fleißig ausgesiebt. Und dann schauen wir mal, ob wir uns wieder für den DFB-Pokal qualifizieren können. Wird noch ein weiter Weg. Viktoria Köln steht uns dort eben auch im Weg. Und in der Liga müsste doch die Kurve langsam wieder ein bisschen nach oben gehen.